Sydney und Athen, da war Cucharin schon dabei. Und das ist Mitja Petkovsek aus Slowenien. Ja, da kann man jetzt schon sagen, Mr. Barren, Felge Ganze, nochmal eine Felge. Ja, die Felgen, die kann er nun wirklich. Sehr sauber bis jetzt. Bälle und tippelt, super. Abgang. Oh, das war ein relativ großer Sprung. Er hat vom technischen Wert nicht die Summe zusammen wie Kucherov, wie Kriukov. Er kommt auf 6,6 Punkte. Das wird interessant sein zu beobachten, wie Mitja Petkovsek hier bewertet wird. Der Weltmeister war am Gerät, liebe Zuschauer. Der Titelverteidiger sowieso, wo immer große Entscheidungen anstanden, was das Barrenturnen betrifft, da war Mitja Petkovsek mit dabei. Europameister schon 2003, 2004, Weltmeister, Grand Prix Sieger. Ja, gegen Cucherin, kann ich mich erinnern, hat schon mal ein Winners-Finale in Stuttgart auch gegeben beim Weltcup. Schwer zu sagen. Schwer zu sagen, wer da nun vorne sein sollte. War hier an gleicher Stelle 1997 in Lausanne bei den Weltmeisterschaften auf Rang 5 gelandet, der mittlerweile 31-jährige Mitja Petkovsek. Tja, gleiche Stelle, gleiche Welle, das wäre für ihn persönlich eine Niederlage. Das soll nicht so sein. Nicola, sein Trainer, und Cucherin, der macht sich da natürlich auch, ich glaube, durchaus auch berechtigte Hoffnungen. Und das dauert sehr, sehr lange. Fabian Hambüchen kam auf 15,7 Punkte, Ausgangswert 6,6. War nicht ganz so lupenrein, die Vorstellung. Aber das konnte man erst recht sagen von Alexander Zvarjevich aus Weißrussland, der bei einem Ausgangswert von 6,7 nur auf 15,75 Punkte kam. Tja, raus aus den Klamotten rein, in die Kleider oder umgekehrt. Und beide wissen es wirklich noch nicht. Und es ist Mitja Petkovsek. Oh, das ist mit 16,325 Punkten ein bisschen viel. Und da haben sie ihn gut behandelt. Er hat sauber geturnt. Cucherin hat auch keine schlechte Vorstellung abgegeben. Tja, der dritte Europameistertitel für Mitja Petkovsek. Damit schreibt man schon ein kleines Stück Turngeschichte. Tja, die Slowenen haben dann ja auch noch einen am Reck dabei, Aljoš Pegan. Hier sehen Sie das Resultat. Petkovsek also gewinnt vor Cucherin und Nikolai Kriukov. Ich glaube, das ist ein Erfolg für den Altmeister aus Russland, hier nochmal die Bronzemedaille abzuräumen. Und Fabian Hambüchen konnte sich nach dem Bahnturnen auf sein Gerät konzentrieren, auf das Reck, das wie immer letzte Gerät eines solchen Finales. Die Fußballfrauen des ersten FFC Frankfurt. Für Sie ist